Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wir sind hier wieder vollkommen drin in den Packs, in allem Möglichen, was hier eben noch mit so am Start ist. Da gibt es nämlich einiges, was ich heute noch öffnen kann. Wir haben die Valentinstags-Angebote von EA bekommen. Da möchte ich auf jeden Fall reinschauen. Und dann guckt man natürlich noch, was noch mit so am Start ist. Also vor allem hier im Toti-Event kann es sein, dass ich heute einen großen Schritt Richtung meinem Free-to-Play Utoti mache. Also wirklich perfekt eigentlich, was damit am Start sein könnte. Und ich würde erstmal hier zack, 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 alles nochmal hier öffnen und mitnehmen, was ich gerade kann. Das ist ganz einfach. Und jetzt würde ich nochmal schnell hier gucken bei Quests. Also da war eigentlich jetzt nichts weiter. Gut, das machen wir später noch auf. Und dann würde ich einfach mal zuallererst jetzt hier zum Mondneuer reinschauen. Da kann ich nämlich auch, ich habe mich jetzt glaube ich auch dazu entschieden. Gestern war ich mir ja noch nicht ganz sicher, wofür ich jetzt wirklich sparen werde. Aber ich denke mal, ich werde höchstwahrscheinlich mein Zeug auch jetzt einfach mal ausgeben, ne? Meine ganzen Punkte, die ich jetzt noch so zusammengespart habe hier, die MNJ-Punkte, das sind ja nicht so viele, aber ja, ich werde die, denke ich, einfach mal ausgeben und werde dann mal gucken. Ich denke mal, für 1 Euro, ich glaube 19 oder so, werde ich mir auch das Ding hier holen. Hier dieses Angebot mit den 1,16 Euro oder so mit den FC-Points, das ist ganz cool. Das nehme ich mal mit, mal gucken. Scheint sich zu lohnen, also pff, warum auch nicht dann. Und 365 Punkte, gut, ich muss hier noch ein paar Tore schießen, das kriege ich noch schnell hin. 3 Tore zu schießen und dann habe ich alles hier geschafft. Aber okay, so MNJ-Geschenk. Also ich habe jetzt hier eigentlich mich dazu entschieden, hier einfach diesen Pfad durchzugehen. Ja, also keine Ahnung, ich werde nicht bis ganz hinter durchkommen, ist ja klar, weil ich jetzt ja auch hier schon zwischendurch was geöffnet habe und Mascherano und was auch immer. In 29 Stunden gibt es auch einen neuen Mascherano. Ich werde mir vielleicht noch ein bisschen was, oder Mascherano, ich werde mir vielleicht noch ein bisschen was aufheben, denke ich mal, weil 150 werde ich dann wahrscheinlich wieder dafür ausgeben. Also mal sehen. Aber ich möchte eigentlich noch zu diesem 90 bis 97er Spieler kommen. Da habe ich schon von einigen gehört, dass das echt krass sein soll. Ja, also außerdem für die Gems ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das hier zu öffnen. Ich denke mal, ich werde erstmal bis zu den Gems öffnen, dann könnt ihr ja gerne nochmal schreiben, was ihr genau dazu sagt, was ihr genau, wie ihr das alles genau findet, was man hier so öffnen kann und kriegen und was auch immer, was sich hier am meisten lohnt. Also auf jeden Fall Mascherano, wie auch immer. Und dann einfach mal gucken, was alles noch so am Start ist. Ich hab sogar ein. Achso, habe ich nicht, schade. Ich dachte, ich habe sogar so hier so ein Ding, ich habe das noch kein einziges Mal hier geöffnet. Aber ich finde, das lohnt sich auch einfach gar nicht. Aber okay. Das auch nur mal so am Rande. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Ich krieg 300 Toti-Token. Ein Ultra-Pack und ein Mascherano, wie auch immer. Finde ich sehr cool. Kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Bin ich gespannt auf das Ultra-Pack. Ja, stimmt. Aber vorher, das darf ich nicht vergessen. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Hier, ich muss noch meinen Tagesbonus abholen. Das tägliche, by the way, wieder 96 bis 97er Umtausch da, habt ihr ja bestimmt alle schon gesehen, aber finde ich aktuell nicht ganz so geil. Lohnt sich meiner Meinung nach gerade nicht, weil ich sowieso keine richtigen Spieler dafür da habe. Leider auch hier kein Walkout, okay. 83er ist der beste, dafür kriege ich jetzt hier nochmal ein Standard-Pack. Okay, was kriegt man hier? Standard-Pack, mal gucken. Vielleicht haben wir da noch was ganz Gutes drin. Vielleicht mal ein Walkie-Talkie. Ja, wir haben Walkie-Talkie. Komm, komm, komm. Wer bist du? Deutschland? Musiala. Nee, okay, nichts Gutes wahrscheinlich. Gosens. Okay, doch. Na gut, nehme ich mit. Für einen Umtisch. Umtausch. Für was anderes werde ich den wahrscheinlich auch nicht gebrauchen können. Und dann hier Ultra-Pack. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. 300 Token. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ein Mascherano, wie auch immer man das Ganze hier nennen möchte. Wir gehen rein. Auf geht's. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir Packluck und komm, komm, komm. Ja, Walkout, komm, komm, komm. Icon. Warte mal, wer ist denn das? Das kann nicht Haaland sein. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung.
Solskjær. Ole Gunnar Solskjær. Nicht so geil. Nicht so geil. Was haben wir dahinter? Mascherano, das ist klar. Aber sonst, okay, die restlichen Spieler an sich, ja, sind halt auch mit dabei. Sind halt auch mit dabei. Ja, ist jetzt kein so krasses Pack, aber nehme ich mit. Immerhin ein Walkie-Talkie dabei gewesen. Mascherano nehme ich auch ganz gern mit hier an der Stelle. Und das heißt, wir können jetzt mal reingucken ins Toti, weil jetzt komme ich, glaube ich, dem Free-to-Play U-Toti richtig, richtig nahe. Wenn ich das genau berechnet, genauestens berechnet habe, dann müsste das jetzt eigentlich eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Situation sein, die ich jetzt hier gleich schaffen werde. Dafür werde ich hier gucken. Wir gehen zur nominierten Pfad C. Da muss ich das alles hier öffnen. Das sollte kein Problem sein hier. Zack, Dudek. Nehmen wir mit. Den auf jeden Fall. Der kostet nicht so viel. Kann ich schnell mitnehmen. Und ich glaube, jetzt ist es eigentlich... Eigentlich müssen es nur noch drei Dinge sein, die ich hier öffnen muss. Und dann kriege ich meinen Frimpong. Das ist ziemlich cool. Ihr habt ja wahrscheinlich alle schon eure Spieler, wenn es da nicht noch irgendwas Spezielles gibt. Oder werden die erst... Wann werden die denn freigeschaltet? Nach Abschluss aller Quests auf der linken Seite. Also kriege ich das eigentlich heute schon hin hier. Ja. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle schon zusammen, aber jawohl. Oh, ich brauche dann so viele Spieler zum Trainieren, wirklich. Wenn ich mir das mal so überlege, ich brauche so viele Spieler zum Trainieren. Ich bin ja jetzt aktuell schon mit meinem Training überfordert aktuell. Also das ist ja wirklich geisteskrank. Ja gut, dann machen wir das Pack jetzt hier auf, sage ich. Was anderes kann ich nicht öffnen. Also doch könnte ich, aber lohnt sich nicht. Rückblicke, weiß ich jetzt nicht. Komm, wir gehen jetzt einfach rein und holen uns hier diese Packs. Zack, 6-mal, Leute. 6-mal 80 bis 97. Komm, also muss doch jetzt mal ein Walkout drin sein, oder? Also wenn jetzt hier kein Walkout drin ist, dann bin ich echt ein bisschen böse. Muss ich einfach mal sagen. Wenn jetzt hier kein Walkout drin ist, dann bin ich ein bisschen böse. Ich hoffe, das zählt jetzt auch mit und zählt nicht als einmal öffnen. Let's go, komm. Komm, ich habe jetzt die Packlack-Pfeife gerade nicht mit dabei. Aber wir gehen jetzt einfach hier rein. Bitte einfach ein Walkout. Gönnen Walkout. Walkout. Jawohl. Danke. Icon. Solskjær oder was? Das kann doch nicht sein. Es ist wieder Ole Gunnar Solskjær. Och man, das kann doch nicht sein. Also, ey, was ist das denn? Also mal ganz ehrlich, das ist Back-to-Back. Back-to-Back Solskjær. Also ganz ehrlich. Also gab's sowas schon mal? Hilfe, was ist dahinter? Nichts Besonderes. Also Back-to-Back Solskjær ist auch eine gute Sache. Hatte ich auch bisher noch nicht. Interessant auf jeden Fall. Weiß nicht, ob euch das sowas schon mal passiert ist, aber ist auf jeden Fall krass. So, wir gehen rein. U-Toti. Das müsste es nämlich jetzt eigentlich gewesen sein. Wenn ich mir... Ja. Das ist es. Leute, das ist es. Da gibt es noch Mascherano, wie auch immer. Nehme ich natürlich mit und dann kommt der Frimpong in mein Team. Leute, da kommt der Frimpong in mein Team. Mascherano, also ist wirklich gut, weil ich habe aktuell auch noch ein paar Stück Mascherano hier, paar am Start. Und das werde ich auf jeden Fall ordentlich hier auf Frimpong ein paar hier raufhauen, sage ich. Also das ist sehr, sehr cool. Achso, aber ich kann Frimpong trainieren mit Frimpong. Stimmt, weil ich kann ja meinen jetzigen Frimpong kann ich nicht verkaufen, weil der ist Founders-Spieler. Und den kann ich einfach zum Trainieren verwenden. Sehr cool. Das heißt, Leute, let's go. Hier ist Frimpong am Start. Sehr, sehr geil. Das ist geil. Das freut mich auf jeden Fall. Hier ist Frimpong am Start. Oh mein Gott, wer ist es? Ah, let's go, ey. Geil. Free-to-play U-Toti am Start. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Nach meinem Maldini und nach meinem Fandasa auf jeden Fall der nächste krasse Toti-Spieler, den ich jetzt hier ins Team hauen kann. Sehr geil. Ist schön. Ist sehr, sehr schön. Ich würde euch auch raten, falls ihr es noch nicht geöffnet habt, dass ihr auf jeden Fall dort den Frimpong oder den Alisson nehmt und nicht dieses Pack, weil das Pack ist, glaube ich, ziemlich bodenlos, wenn ich mir das so genau dort mal angeschaut habe. Genau, deswegen, also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr seht ja hier Frimpong, ich will ja mal die Stats noch sehen. Naja, und dann bin ich eigentlich super zufrieden. Zack, hier Frimpong tauschen.
Und dann habe ich natürlich noch ein paar hier Mascheranos eben, mit denen ich das Ganze noch mal ein bisschen verschönern kann. Aber wieso wurde das jetzt hier nicht gemacht? Achso, ich muss wahrscheinlich auf Tauschen gehen. Jawohl, tauschen, perfekt. Zack. Und so haben wir es dann hier. Ey, das sieht schon geil aus. Okay, Maldini muss ich auf jeden Fall noch trainieren. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Spieler bekommen. Das ist zum Glück. Also aber die 70er will ich noch nicht reinhauen, sage ich ehrlich. Mit den 70ern. Oh, ich muss wieder so viele Spieler dafür kaufen. Na gut, aber kriege ich hin. Kriege ich auf jeden Fall hin. Und jetzt kann ich erstmal hier Rangaufstiege machen. Ich habe ein paar Mascheranos, habe ich. Ich denke mal, ein bisschen können wir den hier schon mal hochpushen. Aber ich habe schon gelesen, dass der so schnell sein soll. Ah, ich bin echt gespannt. Bin ich echt gespannt hier, wie das dann sein wird. Und ich muss natürlich noch die ganzen Skillpunkte vergeben. Habe ich wahrscheinlich auch bei Maldini vergessen. Wurde ich auch schon zum Glück darauf hingewiesen. Das müssen wir auch gleich nochmal machen. Zwei Skillpunkte kann ich vergeben. Passen und Verteidigung finde ich immer ganz wichtig. Aber naja, das ist nur so hier am Rande tatsächlich. Dann zack. Ja. Okay, let's go. Zack. Sie auf 97. Ich mache den jetzt mal auf 97, den guten Frimpong. Mal sehen, ob das sich jetzt irgendwie ja, negativ auswirken lässt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich hoffe nicht. Und dann schauen wir mal, wie weit das noch geht. Einen habe ich noch, einen Mascherano. Okay, aber erstmal muss ich hier Training machen. Da gucke ich einfach mal und hoffe, ich finde jetzt direkt mal den wichtigen Spieler, den ich brauche. Oh, da muss ich ganz runter hier. Oh, ich habe so viele Spieler, sehe ich hier gerade. Kommen denn die ganzen Spieler her? Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. So, hier. 58.300. Also zum Glück ist es so, dass wenn ich weiterhin Frimpong trainiere, dass dann automatisch das Ganze hier auch mit am Start ist. Also perfekt eigentlich. Und das heißt hier auch direkt alles am Start. Level 20 habe ich jetzt Frimpong schon. Boah, das sieht geil aus. Das sieht sehr geil aus. Wir können ja mal kurz auf Details gehen. Boah, 127 Tempo. Das ist mal eine ordentliche Wucht, würde ich sagen. Die anderen Attribute sehen auch echt stark aus. Flanken sieht sehr solide aus. Boah, Zweikampf, Manndeckung, Bewusstsein, Dribbling, Ballkontrolle. Ich habe so Bock auf den Frimpong, ganz ehrlich. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann mal gucken, kann ich jetzt hier Mbappé noch ein. Ah, der braucht für 50%. Das ist mir ein bisschen zu kritisch mit 50%. Aber okay. Ich glaube, als nächstes kann ich hier mal ein bisschen in der Verteidigung was machen. Also Grimaldo zum Beispiel raus. Das wäre vielleicht mal eine Sache. Grimaldo, Fernandes, Company. Das ist sowas. Also auf jeden Fall, als nächstes kommt hier Grimaldo raus. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, einen schönen LV oder so. Habe ich jetzt hier mit Cole gesehen oder so. Aber muss ich mal gucken. Aber bin ich auf jeden Fall erstmal sehr zufrieden, Leute. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.